Herzlich willkommen auf meinem Kanal bei Wissenswerte. Servus! Ich begrüße Sie und ich begrüße mit am Mikrofon Cornelia. Grüß dich, Cornelia. Grüß dich, Thomas. Hallo, ein herzliches Grüß Gott an unsere Zuhörer und Zuschauer. Ich freue mich auf unsere heutige Plauderei. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Es geht um die Ukraine, es geht um unser Land, es geht aber auch um Macron, um die Motivation, die hinter seinen doch harten Aussagen steckt, die auch gefährlich sind. Ja, und Taurus, da kommt man im Moment eben auch nicht drum rum. Fangen wir an. Ja, erstmal mit was ganz anderem, denn bevor wir das Mikrofon angeschaltet haben, hast du zu mir gesagt, dass das Wohnungsproblem in der Bundesrepublik so gut wie gelöst ist. Das würde mich natürlich jetzt sehr interessieren, was für Informationen du denn da hast. Ja, tatsächlich, das habe ich gesagt. Wir machen heute teilweise sogar noch ein Immobilienvideo. Ich habe da belastbare Informationen. Und mein Gedanke zur Lösung des Wohnungsproblems, der Wohnungsknappheit oder Wohnungsnot, ist eben eine Konsequenz dieser belastbaren Informationen. Und zwar, man sorgt für die Selbstzerstörung eines Systems nicht, indem man fähige Menschen an irgendwelche Schaltstellen setzt, in Führungspositionen bringt, sondern man sorgt für die Selbstzerstörung eines Systems, indem man unfähige, vielleicht sogar dumme Leute oder zumindest welche, die nicht selber denken können oder einfach nur zuverlässig Anweisungen und Befehle ausführen, in solche Positionen bringt. Naja, und da gibt es ja ganz tolle Leute bei uns. Also wir haben da ja eine Ministerin für den Wohnungsbau, das ist die Klara Geiwitz. Sie gehörte übrigens zu den maßgeblichen Initiatoren des letztlich verfassungswidrigen Brandenburger Paritätsgesetzes, demgemäß künftig Frauen und Männer zu gleichen Teilen im Brandenburger Landtag vertreten sein sollten. Sie gehört auch zur SPD und ist natürlich mit diesem Paritätsgesetz, welches verfassungswidrig war, in der Ampel bestens aufgehoben. Dann haben wir fähige Menschen wie den Wirtschaftsminister-Darsteller Robert Habeck. Er ist ja auch noch Kinderbuchautor, er ist Fachmann für Insolvenzen. Meine Zuschauer wissen ja, was hier los ist, wer hier gemeint ist. Und diese Leute, die haben die Lösung dann natürlich schon in der Tasche. Die Lösung ist ganz einfach. Nachdem schon alles Mögliche verboten wurde, also man hat zum Beispiel die Ölheizungen, die Gasheizungen, die Kohleheizungen verboten und einiges andere, kommt jetzt ganz einfach ein weiteres Verbot. Ein äußerst effektives Verbot. Und zwar ein Wohnverbot. Was für eine geniale Idee. Bist du darauf gekommen? Du solltest in die Politik gehen. Ich hätte bei den Grünen mit einsteigen sollen. Aber ich denke, da kommen die jetzt schon selber drauf. Also das dürfte kein Problem sein. Und über kurz oder lang, ich meine, CO2 muss ja auch reduziert werden, ein Atemverbot. Und dann ist sowieso... Dann ist alles gelöst. Genau. Ja. Ja, du, noch einen ganz wichtigen Punkt würde ich gerne mal ansprechen. Manche unserer Zuschauer und Zuhörer munkeln, dass Habeck ein aufgeklebtes Haarteil hat. Hast du auch dazu Informationen? Da muss ich passen, es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, er hat schon einen üppigen Haarwuchs, der auch nicht weniger wird. Hatte Scholz auch mal. Genau, also ich habe keine Ahnung, ob jetzt der da ein Haarteil trägt oder nicht. Praktisch wäre es aber schon, denn wenn er es abnimmt, dann würde er ausschauen wie Scholz. Er könnte sich als Olaf Scholz ausgeben und das wird keiner merken. Auf die Art könnte er dann doch noch Kanzler werden. Also in einem Punkt muss ich dir leider recht geben. Sehr viele würden es tatsächlich nicht merken. Apropos Scholz. Der hat doch gerade erklärt, dass die Bundesrepublik keine Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine liefert. Obwohl viele aus der CDU und... Hilf mir auf die Sprünge, Thomas. Nosferatus Großmutter, wie heißt sie wieder? Ach, du meinst die Zimmermann. Die Flak-Zimmermann, die Strack-Zimmermann. Strack-Zimmermann, genau. Es ja unbedingt wollen. Was ist denn an diesem Taurus-Marschflugkörper so Besonderes? Ja. Ist er vielleicht auch eine Wunderwaffe? Zunächst mal muss man natürlich sagen, Scholz erklärt jetzt, dass er das nicht
liefern will, aber er hat ja auch schon erklärt, dass er Leopardpanzer nicht liefern will, da sind es doch geliefert worden, also man wird sehen. Was ist dieses Taurus-System, dieser Marschflugkörper eigentlich so Besonderes? Also wenn man mal ein bisschen nachschaut im Internet, dann findet man folgende Information. Der Taurus ist ein deutscher Luftboden-Marschflugkörper. Der Name ist ein Akronym für, das will ich jetzt gar nicht vorlesen, diese aneinandergereihten englischen Ausdrücke. Taurus wurde als modulare Abstandswaffe für verschiedene Nutzlasten und Missionen entwickelt, aber optimiert, um massiv gehärtete und eingegrabene Ziele, hier muss man jetzt doch das Englische auch bringen, hard and deeply buried targets, also man muss das schon machen, weil du weißt ja, NATO, USA, Führungsmacht und Englisch und so. Ne? Also muss man dann schon natürlich auch auf Englisch wissen, was diese gehärteten, eingegrabenen Ziele sind. Ja, und er kann eben auch sogenannte Hochwertziele bekämpfen. Und der Marschflugkörper ist das deutsch-schwedische Gegenstück zum parallel entwickelten britisch-französischen Storm Shadow oder Scalp. Also Storm Shadow ist die britische Bezeichnung, SS kürze ich es jetzt mal ab. Es ist verwunderlich, warum die jetzt da so scharf drauf sind und unbedingt diesen Taurus-Marschflugkörper wollen, weil Storm Shadow wird ja schon seit einer ganzen Zeit geliefert und Storm Shadow hat sogar eine Reichweite von 1000 Kilometern, wogegen Taurus ja nur 500 Kilometer weit fliegt, wobei angeblich das ja in der Ukraine dann von französischen und britischen Truppen bedient wird, damit es also nicht doch zu weit fliegen, diese Storm Shadow Geräte, und dann vielleicht versehentlich Moskau treffen könnten. Das will man bisher zumindest ja doch vermeiden. Ja, und zu der Frage nach der Wunderwaffe, ja. Meinst du denn, Annalene Baerbock weiß, wie weit Moskau entfernt ist in Kilometern? Ja, also sie kennt sich aus, also bestimmt Hunderttausende von Kilometern, also das weiß sie schon genau. Also so, ja, dann besteht ja da keine Gefahr. Nee, da kann nichts passieren. Aber dieser Taurus ist genauso eine Wunderwaffe wie auch der Leopard, also dieser wunderbare deutsche Panzer, der ja auch geliefert worden ist, nachdem es zuerst hier wird nicht geliefert, aber inzwischen kommen ja die Einzelteile von diesem Leoparden in der Ukraine verteilt bewundern. Und hinzu kommt, dass die Ukrainer ja gerade erst eine andere Wunderwaffe bekommen haben. Und zwar haben sie das Beste vom Besten bekommen, das Beste vom Besten aus der amerikanischen Hightech Superiority Supremacy Waffen. Also die Amerikaner haben ihren M1 Abrams Panzer geliefert. Moment. M1? Ja. Ich dachte, der amerikanische M1 wäre von den Russen schon zerstört worden. Ja, schon, aber das darfst du jetzt nicht falsch verstehen, denn genau damit ist jetzt bewiesen, dass die Russen verlieren. Ah. Ja, die haben ja jetzt aus lauter Angst vor dieser Wahnsinnswaffe, diesem M1 Abrams Panzer, ihre komplette Munition verschossen. Das hat uns ja der britische Geheimdienst seit Beginn des Krieges schon mindestens 15 Mal erklärt, dass die alles verschossen haben. Die haben so furchtbare Angst, die haben alles drauf geschossen, was gehabt haben. Und ich meine, da muss man schon hinhören, was unsere Militärexperten so erzählen. Und es gibt ja inzwischen einen Haufen, also es gibt inzwischen auch Militärexperten, Offiziere, die uns auch auf YouTube den Krieg erklären. Ach so, also ich verstehe, klar. Niederlage ist also Sieg, Lüge ist Wahrheit, Schwarz ist Weiß, oben ist unten, alles klar. So ist es. Nur eines hast du jetzt vergessen. Was denn? 2024 ist 1984. Oh, okay. Ja. Ich denke, unsere Zuhörer und Zuschauer wissen, was damit gemeint ist. Ja, ich denke schon, aber falls irgendwer dabei ist, der es vielleicht doch nicht weiß, 1984, George Orwell, wenn noch nicht gelesen, dringend zu empfehlen. Mir fällt aber jetzt etwas ein, was in diese Aufzählung nicht passt. Ah ja, was? Unser Kanal. Ich finde es weiterhin wichtig, dass man ihn abonniert. Ach so. Ja, da bin ich natürlich deiner Meinung. Also das ist schon wichtig, unseren Kanal zu abonnieren, damit wir bessere Reichweite haben, aber auch damit Sie als Zuhörer, Zuschauer diese wichtigen Meldungen, es wird ja gleich noch wichtiger, nicht verpassen. Am besten dann mit Glocke abonnieren, damit Sie informiert werden. Ja, das würde uns sehr freuen. Ja. Und dieses Video bitte teilen, damit auch die Information schon an möglichst viele rausgeht. Thomas, jetzt verstehe ich auch, wie die Aussage von NATO-Sprecher Stoltenberg,
die Ukraine mit der NATO beitreten, zu verstehen ist. Das ist also einfach eine weitere Siegesmeldung, oder? Freilich, ganz genauso ist es. Irgendein Straßenzug, der nach diesem Krieg vielleicht in Lemberg noch übrig ist, der wird dann die Ukraine sein und der wird dann der NATO beitreten. Stoltenberg hat nur eine Kleinigkeit übersehen mit dieser Aussage. Welche denn? Dass es die NATO zu diesem Zeitpunkt nicht mehr geben wird. Habe ich dich gerade richtig verstanden oder wie war das gemeint? Sarkastisch oder machst du gerade einen Witz? Nein, ich meine das ernst. Also ich gerade bestärkt, heute habe ich mal wieder in Spiegel Online reinschaut, mache ich ja, um einfach auch zu erfahren, was wir so denken sollen. Und da hat sich Spiegel Online ziemlich echauffiert über Elon Musk, weil Elon Musk hat auf seiner eigenen Plattform X, vormals Twitter, erklärt, dass er den Sinn der Existenz der NATO nicht versteht. Ähnlich übrigens, wie auch Trump sich ja schon geäußert hat. Ja, Nachtigall, ich höre dich trapsen. Kommen wir zum Titel unseres Videos. Warum ist der Krieg in der Ukraine denn der Anfang vom Ende, Thomas? Erstens, wegen solchen Aussagen von Stoltenberg, wie du sie gerade zitiert hast. Er hat ja gesagt, die Ukraine kommt in die NATO. Und zweitens, wegen den bisher schon Gefallenen. Die Aussage von Stoltenberg, die zeigt ja klar, dass die Möglichkeit einer neutralen Ukraine, so wie es Russland wollte, im Wertlos-Westen noch nicht mal als Idee existiert. Selenskyj, der hat sich übrigens jetzt erst geäußert zu den gefallenen ukrainischen Soldaten und er hat uns gesagt, es sind 31.000 bisher gefallen. Der US-Geheimdienst meldet sich natürlich auch regelmäßig und sagt ja immer die Wahrheit, denn wir wissen ja, Lüge ist Wahrheit, genauso wie bei Selenskyj, erklärt uns, dass 315.000 russische Soldaten gefallen wären. Das glaubt noch nicht mal die Tagesschau. Aus anderen Quellen hören wir, dass etwa 500.000 Ukrainer gefallen sein sollen und etwa 100.000 russische Soldaten. Wenn die letztgenannten Quellen vielleicht der Wahrheit am nächsten kommen, und da spricht einiges dafür, dann reden wir hier von 600.000 Menschen. Ist den Europäern und auch den Menschen in unserem Land, im Land des Leuchtfeuers der Demokratie, eigentlich bewusst, was sich hier abspielt im Osten Europas, quasi vor unserer Haustür? Es ist einfach nur schrecklich. Ja, und das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Es ist schrecklich und es sind Zahlen, die wir hier trocken nennen. Hinter jeder einzelnen Zahl, hinter all diesen Zahlen stehen Menschen. Menschenleben. Ja. Menschenleben und Angehörige dieser Menschen, Freunde, Bekannte. Und wir bedauern jeden, der für diesen unsinnigen Krieg, egal auf welcher Seite, stirbt. Und auch das gleich noch angemerkt, unser Kanal verurteilt jede Form der Gewalt. Will der französische Präsident Macron deshalb, nachdem du hier von den Gefallenen gesprochen hast, offiziell Truppen in die Ukraine schicken? Tja, das Problem ist natürlich, dass die zwar Waffen liefern können, wobei die auch schon ziemlich weggeschreddert werden, aber allmählich natürlich die Menschen fehlen, die diese Waffen bedienen können. Und was Macron nun so ganz genau geritten hat, als er erklärt hat, man müsse es sich offen halten, auch Fußtruppen in die Ukraine oder überhaupt Soldaten in die Ukraine zu schicken, ist mir nicht klar. Der Ukraine gehen aber, wie gesagt, die Soldaten aus. Und das sieht auch Macron. Da die Russen nach Stoltenbergs Gerede den Weg zur Neutralität der Ukraine nicht mehr sehen, nicht mehr sehen können, bleibt den Russen ja nichts anderes mehr übrig, als dafür zu sorgen, dass sich die NATO auflöst. Denn worüber wollen sie verhandeln? In der NATO wird ja schon darüber nachgedacht, irgendwie Ukraine nach BRD, DDR-System irgendwie was aufzuteilen. Und das ist einfach für die Russen letztlich alles nicht hinnehmbar. Die wollen keine Raketen vor der Haustür Moskaus der NATO.
Das alles weiß Macron, und Macron weiß, dass selbst wenn die Waffen in absehbarer Zeit in der Ukraine ruhen sollten, weil die Ukraine einfach am Ende ist, der Krieg Russlands gegen die NATO eben nicht beendet ist. Denn das Ziel, wie gerade ja beschrieben, ist die Zerstörung der NATO. Man muss vielleicht ein bisschen auf die Vita von Macron schauen. Also Macron ist ja ein Bankenzögling. Er hat mit seiner Karriere bei Goldman Sachs begonnen. Er hat also Chefs aus einem bestimmten Wirtschaftszweig, sehr mächtige Chefs. Seine Chefs sind nicht seine Wähler in Frankreich, wie wir ja alle ohnehin schon ahnen. Und seine Chefs wissen, wenn die NATO zerbricht, dann zerbricht auch ihr ziviles Pendant, die EU. Die Weltordnung wird neu geschrieben und die Werte westlichen Banken riskieren ihr Geschäftsmodell und ihre Macht. Die haben zwar bisher in allen Kriegen weder ihr Geschäftsmodell noch ihre Macht riskiert, aber dieses Mal schaut es doch ein bisschen anders aus. Da ist eine ganz andere Dynamik, ein anderes Momentum drin und auch die Zielsetzung weicht ab von dem, was es vorher gab. Aus dem Grund oder aus diesen Gründen ist die Aussage Macrons leider durchaus ernst zu nehmen, da seine Auftraggeber, seine Chefs, seine Befehlshaber in Panik kommen und die Angst innerhalb des gewohnten Systems nicht mehr auf dieselbe Art wie bisher seine Macht formen zu können, gebiert bei denen den Wahnsinn mit allen denkbaren Konsequenzen. Ja, Gänsehaut habe ich. Mir fehlen. Ja, ich auch. Ich habe mir jetzt auch selber Gänsehaut geredet. Müssen wir schauen, ob wir das ein bisschen umbiegen können. Wird das denn auch Auswirkungen auf unser schönes Land haben? Ich meine, die Menschen bei uns, die haben doch nichts getan. Die haben doch, können nichts dafür. Die waren doch immer alle nur gut. Ja, wir haben viele gute Menschen in unserem Land. Die ganzen Gutmenschen, die haben natürlich nichts getan, haben auch immer schön geschaut, dass bei ihnen alles schön sicher ist, im eigenen Haus bis zur Haustür. Das wird Auswirkungen auf unser Land, das Land des Leuchtfeuers der Demokratie haben. Wir haben ja zugesehen, was der Werte Westen die letzten Jahrzehnte veranstaltet hat. Wir haben zugesehen, als völkerrechtswidrige Kriege von der NATO vom Zaun gebrochen wurden. Wir haben zugesehen, wie Zehntausende, zum Teil Millionen von Menschen gestorben sind durch solche Kriege. Wir haben zugesehen, dass Waffen in einen Krieg geliefert werden, der uns nichts angeht. Wir haben zugelassen, dass Menschen wie Baerbock, Habeck, Strack-Zimmermann, Kiesewetter, Hofreiter und von denen davor will ich gar nicht reden, Merkel und so weiter, politische Macht erringen konnten und diese auch behalten konnten. Vermutlich sind in der Ukraine, was wir ja vorhin schon besprochen haben, im Osten Europas, das sollte man uns immer klar machen, bisher etwa 700.000 Menschen gestorben. Ja, glaubt denn irgendjemand, dass das auswirkungslos bleibt? Natürlich wird das Auswirkungen haben, auch auf uns. Und der Preis wird hoch sein. Die Hoffnung vieler, dass man den Kopf in den Sand stecken kann und dann der Kelch an einem vorübergeht, diese Hoffnung wird sich nicht bewahrheiten. Und übrigens, Kopf in den Sand stecken. Ich weiß nicht, wir hatten mal Hühner, ne? Wenn ein Raubvogel drüber fliegt, dann flüchten sie zwar, aber stecken auch einen Kopf nach unten in den Boden, in den Sand. Und was tun sie? Ihren Hintern. Und sind eine wunderbare Angriffsfläche für jeden, der da was will. Ja, und ich glaube, das Bild kann man ruhig mal so im Raum stehen lassen. Ja, siehst du denn überhaupt noch eine Möglichkeit, das zu stoppen? Schwierig, sehr, sehr schwierig. Ich muss leider an der Stelle sogar sagen, relativ unwahrscheinlich. Viele Menschen bei uns scheinen nicht mehr zu wissen, wo oben und unten ist, was hinten und vorne ist, was Männlein und Weiblein ist. Diese Themen dominieren und dabei werden die Augen verschlossen, der Blick wird verengt vor den Dingen, die auf dieser Erde im Moment wirklich wichtig und relevant sind. Und
Wenn die Menschen diese Unterscheidungen nicht mehr machen können, dann bleibt höchstwahrscheinlich nichts anderes übrig, als nach einem großen Desaster alles wieder von Anfang an zu lernen. Zumindest die, die das dann überleben. Zumindest die, die das überleben, ja, so also, ist es. Also bereiten Sie sich gut vor, kommen Sie in Ihre Kraft, kommen Sie in Ihre Schöpferkraft, tun Sie sich mit Menschen zusammen, die auch daran arbeiten. Genau, das ist wichtig. Vorbereitung, denken Sie daran, so unwahrscheinlich es jetzt klingen mag, aber mit wenigen Hebeln, die umgelegt werden müssen, kann eine Lebensmittelversorgung unterbrochen werden. Und das bedeutet zum Beispiel Hunger. Das ist längst nicht alles. Es werden sich verschiedene andere Dinge hier noch zeigen. Aber da zumindest sollte man sich mal vorbereiten. Und das, was du gerade gesagt hast, nämlich sich mit anderen zusammenzutun, Netzwerke zu bilden, ist außerordentlich wichtig. Gleichgesinnte um sich herum zu haben, sich auch austauschen zu können, gemeinsam auch was planen zu können, mal zu schauen, welche Fähigkeiten die Einzelnen haben, um sich gegenseitig dann auch unterstützen zu können. Ist übrigens auch was, was wir machen mit unserem Netzwerktreffen jetzt dann wieder, ich glaube am Ende April oder so, in Montenegro. Ja, aber es muss natürlich nicht Montenegro sein. Das gilt für alle und überall, denn ob hier irgendeine Region von dem jetzt ausgeklammert bleibt in Europa, von dem, was da auf uns zurollt, das ist fraglich. Einfach mal gut vorbereiten und nicht nur im Rahmen des Materiellen, sondern du hast es auch gerade angesprochen, auch im Bereich des Mentalen, im Geist. Und hier haben wir vielleicht auch noch Möglichkeiten, einigermaßen an dem Ganzen mitzugestalten. Aber ich glaube, das geht jetzt zu weit hier und ja, geht über das Thema, das wir eigentlich hier vermitteln wollen, hinaus. Ja. Dieser Sendung hier springen. So ist es. Dann würde ich sagen, wir haben mal alles durch. Ist jetzt nicht so erquicklich das Ende, aber lassen Sie den Kopf nicht hängen. Das machen wir auch nicht. Kopf hoch und machen Sie das Beste draus. Und vielleicht geht es ja etwas glimpflicher, als es im Moment den Anschein hat. Ja, wir arbeiten daran. Herzlichen Dank dafür, dass Sie mir zugehört haben. Ich bedanke mich auch bei all jenen, die uns wieder unterstützt haben. Ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Geben Sie uns einen Daumen hoch. Teilen Sie das Video und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis bald. Bis bald.